Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Taxi Live. Weiter geht's, wir sollen jetzt zur Garage mal fahren. Karte, hier werden zahlreiche Symbole angezeigt, die du mit entsprechend deiner Präferenzen sortieren kannst. Unter den verfügbaren Optionen findest du viele Aufträge und interessante Orte, die du besuchen kannst. Von Wien bekommst du Erfahrungspunkte und von einigen Geld. Du kannst einen beliebigen Punkt auswählen und der GPS zeigt die passende Route an. Du kannst auch durch Ändern des Reiters zu anderen Bereichen wechseln. Du findest weitere Informationen zum Spiel unter Hilfe. Dann suche doch mal das Symbol Garage, wähle es aus und drücke. Die Garage ist hier drüben. An diesem Ort findest du Dienstleistungen wie Autoreparaturen, Individualisierungen und Autoverkauf. Okay, machen wir doch gleich mal. Spielerfortschritt. Du befindest dich im Bedienfeld Fortschritt. Hier siehst du alle Vorteile, die du freischalten kannst. Dafür musst du Fähigkeitspunkte ausgeben. Jedes Mal, wenn du eine Stufe aufsteigst, erhältst du einen Fähigkeitspunkt. Fahren, Fertigkeiten, Wartung, Gesetzestreue, Unternehmen. Wir haben schon einen Fähigkeitspunkt. Das schauen wir uns gleich an. Verwaltung ist noch zu oder gesperrt. Kommt wahrscheinlich später ins Spiel hinein. Ah, Rückfahrkamera. Sorry, ich muss mich da noch ein bisschen reinfuchsen mit der Steuerung. Auf jeden Fall sieht das Spiel eigentlich ziemlich gut aus, finde ich. Ich meine, mit der Unreal Engine macht man, glaube ich, sowieso fast nie etwas falsch. Oder ist zumindest schwierig, was falsch zu... Ist es zumindest schwierig, was falsch zu machen? Wenn ich denn reden kann. Und da vorne ist die Polizei. Fahr, Junge, es ist grün! Der andere fährt nicht. Ja, schön, dass du auch hupst. Ist der eingeschlafen oder was? Bei Grün muss man fahren. Oh shit. Ich hätte rechts abbiegen müssen. Naja. Kann passieren. Dann waren wir halt hier links. Ich glaube, Fahrräder gibt es hier noch nicht. Aber Leute, die über die Straße gehen. Ja, da sind wir auch schon da. Garage. Willkommen in der Garage. Hier kannst du dein Fahrzeug warten, Autos oder Teile kaufen und verkaufen und dein Fahrzeug individualisieren und verbessern. Wartung. Hier kannst du das ganze Auto instand setzen. Falls erforderlich, kannst du auch einzelne Teile reparieren. Diese Reparaturen können jedoch nur in der Garage durchgeführt werden. Hier kannst du Autos auch tanken und reinigen.
Durch Tanken kannst du den Kraftstoffvorrat des Fahrzeugs wieder auffüllen. Dann müssen wir jetzt hier irgendwas machen. Reinigen wir mal das Auto. Autos. Hier siehst du sowohl deine aktuellen Autos als auch Fahrzeuge, die zum Verkauf stehen. Momentan besitzt du nur ein Auto. Du kannst ein anderes Auto auswählen und dir seine Parameter ansehen. Wenn du genug Geld hast, kannst du es auch kaufen. Okay, das ist ein Tesla. Ich glaube, das, was wir gerade haben, sollte wahrscheinlich ein, ich würde sagen, ein Skoda Enyaq sein. Ich glaube, das ist ein Hyundai. Sieht mir aus nach einem Toyota. Ein Mercedes, ganz klar. Ein Tesla und auch ein Mercedes. Und eigentlich sollten wir, glaube ich, auch wegen der Support Edition noch ein anderes Auto haben, ein Oldtimer. Aber wo man das findet, keine Ahnung. Garagenkapazität 1 von 15. Heißt das dann, wir können 15 Fahrzeuge besitzen? Teile. Im Bedienfeld für Autoteile kannst du neue Teile kaufen und im Auto anbringen. Jedes von ihnen gehört einer speziellen Kategorie an. Die Fahrzeugindividualisierung kannst du ebenfalls im entsprechenden Bedienfeld ändern. Das war's erstmal. Du kennst jetzt die Basics aller Aspekte von TaxiLife. Lies den Codex, wenn du mehr wissen willst. Okay, erstmal individualisieren. Innen. Polsterung. Alles sehr Schalthebel. Lustig. Oh, ein Wackeldackel. Okay, da würde ich mich jetzt sehen bei einem Wackeldackel. Ich hoffe, der wackelt auch. Aber wahrscheinlich nicht. Wir nehmen mal die 1. Kostet zwar 100 Euro, aber egal. Und außen? Da sollten wir jetzt ein paar coole Designs haben, eben wegen der Supporter Edition. Setzen wir hier alle anderen Farben. Ja. Ein paar Art Styles. Im Graffiti-Style finde ich cool. Typisches Taxi-Design, würde ich sagen. Ein paar Perleffekte. Das ist ein bisschen so à la Gaudi-mäßig, was man den kennt. Und das ist die typische Lackierung von Barcelona. Ich würde jetzt gleich mal die nehmen. Hat was irgendwie. Ernsthaft? Neon? Okay, verschiedene Taxischilder. Ich glaube, die zwei sind auch ziemlich typisch in Barcelona. Lassen wir mal einen Spoiler. Würde auch bei diesem Auto hier passen. Da warten wir mal bei den Felgen. Was gibt es da Schönes? Wir haben jetzt schwarze Felgen. Lassen wir auch erstmal. Ja, dann würde ich sagen, geht's weiter auf Fahrt. Wir haben eigentlich gleich hier eine Person, die eine Gelegenheit sucht. 424 Euro würden wir hier verdienen. Länge kurz. Sorry, Eusebio Nunes. Diese Namen. Schwierigkeitsgrad normal. Nehmen wir doch gleich mal. Der steht da drüben.
Jetzt ist die Frage. Ups. Ist das eine Einbahnstraße? Ich glaube, da ist keine Ampel. Bitte einsteigen. Müsst ihr das jetzt so genau nehmen? Okay, sorry. So. Das Auto fährt weg. Gab's da jetzt einen Unfall? Wie nice. Einfach ein Unfall. Und das Auto sieht so aus. Finde ich cool. Hat was. Eben Barcelona-Style-mäßiges. Is car maintenance expensive? Ist es teuer, ein Auto zu haben? Oh boy, let me tell you. It's incredibly expensive. That's what I heard. It's crazy how much it can cost. Jammer. Yeah, it adds up. But it's one of the additional costs you have to consider when owning a car. I don't own a car, so I'm not sure how much it costs. Junge, was machst du? It can be pricey, but if you take care of your car, it can save you a lot of money in the long run. Hmm, that makes sense. Ja, hat was. It was an interesting conversation. Okay, cool. Gefällt mir schon mal. Hier rechts haben wir was zum Entdecken. Graffiti Nummer 9. Okay, ist er jetzt schon wieder irgendwo reingefahren, der Typ? Keine Ahnung. Okay, jetzt wird's interessant. Die Straße wird schmaler. Gefällt mir bisher sehr gut, das Spiel. Allerdings, kommt man nochmal hier zum Rad. Scheinwerfer, Fenster. Radio. So leise Hintergrundmusik. Okay, grün. Zum Glück gibt's noch keine Fahrradfahrer. Sonst wär's ein bisschen... Sonst wär's noch mehr hektischer wahrscheinlich. Also ist ja bisher noch nicht so hektisch, aber... Könnte, glaube ich, schnell mal hektisch werden. Was ist das hier links? Auf der Minimap gibt es dann ein Symbol. Ich frage mich, kann man hier auch so etwas wie Uber-mäßiges machen? Also, dass man mehrere Fahrgäste mitnimmt? Oder Carpool eher in diesem Sinne, meine ich. Müssen wir dann mal irgendwann ausprobieren, ob das möglich ist oder nicht. Also hier links gibt es zum Beispiel eigentlich ja jemanden. Aber mal schauen.
Ist ein bisschen komisch, dass das Auto kein Auto-Hold hat, sodass man zurückrollt, obwohl es Automatik ist. Okay, ich bin jetzt mal ein bisschen fies und versuche mich hier vorzudrängen. Bisher habe ich ehrlich gesagt noch nichts erkannt, was mir irgendwie bekannt vorkommen würde. Auf jeden Fall realistisch, dass sie hier auch Unfälle bauen. Ich glaube, in Spanien fahren die Autofahrer auch nicht gerade sehr gut. Ist das hier eine Spur? Oh shit, ich bin falsch gefahren. Sorry, wir müssen gerade ein bisschen eine andere Route einlegen. Tut mir leid. Ich hoffe, ihr nehmt uns das nicht übel. Das ist ein großer Kreis. Was machen die hinter mir? Die KI macht noch ein paar viele Unfälle, wie es aussieht. Leute, die Ampel ist rot. Die Ampel war rot. Geradeaus, oder? Ja. 70. Vollgas. Ich glaube, wir müssen gleich einen U-Turn machen, wie es aussieht. Ja, wir müssen ihn einen U-Turn machen. Und dann sind wir auch schon gleich da und liefern ihn ab. Die Ampel ist noch grün. Theoretisch. Wenn du denn mal fahren würdest da vorne. So, noch 300 Meter, dann sind wir da. Es ist ein bisschen eng hier. So, vielen Dank für die Mitfahrt. Bewertung 5 Sterne, Kundengeduld 89, normal. Trinkgeld 42 Euro. Und
200 EP plus 94 Bonus. Fahren gegen der Fahrtrichtung. Kann ich mich da nicht erinnern. Aber okay. Wir müssen ganz kurz hier mal was schauen. Irgendwie erkennt. Zumindest das Spiel nicht, dass ich hier eigentlich die Spieleinstellung geändert habe. Ich wähle hier mal Semi-Arcade aus. Mal schauen, was das heißt. Okay. Ich wechsle mal wieder auf Arcade. Denn irgendwie will das nicht ganz so funktionieren, wie ich das möchte. Das ist zwar auch ein bisschen komisch. Warte nochmal. Das ist Maus und Tastatur Controller. Runterschalten X, hochschalten Y. Okay, jetzt funktioniert es komischerweise. Eigentlich hätte ich schauen können. Okay, da kann man nicht reinfahren. Wo die nächste Person wäre. Aber habe ich jetzt vergessen. Und wir können kurz mal schauen, was hier rechts ist. Da darf ich nicht reinfahren. Ups. Okay, da vorne ist die nächste Person, die können wir mitnehmen. Also müssen wir das auswählen zuerst. Okay, wahrscheinlich muss man das zuerst auswählen, bevor man die Person mitnehmen kann. Ich würde eigentlich gerne, glaube ich, hier hinfahren, weil die Stelle hier kenne ich, glaube ich. Und mit diesem Kreisel. Und als wir in Barcelona waren, haben wir eine Katamaran-Tour gemacht bei Sonnenuntergang und dann sind wir, glaube ich, irgendwo hier losgefahren und dann hier raus. Und irgendwie einmal so im Kreis gefahren. Das war ziemlich cool. Von daher könnte es sein, dass ich das hier wiedererkennen würde. Aber wir sind hier hinten. Ja, vielleicht den Leonardo Castro. Mal schauen. Er ist zwar jetzt hier hinter uns, müssen wir einmal einen Turn machen, also einmal um den Block fahren.
Ich muss gleich mal noch schauen, wie es aussieht. Ob ich das Spiel ein bisschen flüssiger herbekomme. Biomedizinischer Forschungspark Barcelona. Okay, noch nie gehört. Boah! Junge! Ist der hier angerast gekommen? Okay, ich halte mal ganz kurz hier bei der Bushaltestelle an. Und dann sehen wir uns gleich in der nächsten Folge wieder. Ich schaue kurz, ob ich das Spiel besser einstellen kann, damit es flüssiger läuft. Und dann bis zum nächsten Mal hier bei Taxi Life. Bis dahin, tschüss.